unserem heutigen möchte ich euch gern zeigen, wie man ganz toll die Adventskerzen für den Adventskranz selber verzieren kann. Das ist immer eine tolle Aktion, auch gerade mit Kindern, weil es ganz einfach ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Hier, das ist eine Möglichkeit mit Plätzchen-Ausstechform, so ein Stern und das dann mit der Hand. Hier sind auch teilweise ausgestochen worden mit einer Plätzchenform und mit der Hand die anderen Sachen ausgeschnitten aus einer Wachsplatte oder hier frei modelliert. Und die Techniken zeige ich euch. Wir haben eine einfarbige Kerze, ist egal welche Farbe ihr nehmt. Dazu habe ich verschiedene Wachsplatten besorgt, die kriegt ihr im Bastelladen und eigentlich reichen schon 3, 4 Farben und die reichen wirklich ewig, weil wir nicht viel brauchen. Dazu brauchen wir noch kleine Förmchen von unserer Plätzchenbäckerei, ein Holzbrettchen zum Ausschneiden. Man kann aber auch eine Schneideunterlage nehmen aus Kunststoff, was ihr zu Hause habt. Ein Cutter kann man auch nehmen zum Ausschneiden. Weil es nicht jeder hat, habe ich mir einfach mal so 3 Messer genommen. Die müssen ein bisschen spitz sein und damit kann man die Wachsplatten dann ausschneiden. Also alles, was ihr zu Hause habt, ihr müsst eigentlich nur die Wachsplatten besorgen. Jetzt zeige ich mal die Techniken. Die Wachsplatten sind beweglich. Normal ist ein Schutzpapier dran, das könnt ihr abziehen. Wenn das Schutzpapier nicht mehr dran ist, ein kleiner Tipp und ihr tut die weg, dann legt immer Backpapier dazwischen, sonst klebt das wahnsinnig. Also ich lege mein Backpapier dazwischen, tue es in der Tupperdose und dann habe ich das ganze Jahr was, weil wir auch Osterkerzen machen. Also man kann es ausstechen. Dann kann man es rausheben. Da hätten wir schon mal ein Herzchen. Ja. Wichtig ist jetzt, dass es ein bisschen warm ist. Entweder zwischen die Hand. Und es geht auch noch schneller, wenn man Föhn nimmt auf Warmstufe, macht die Kerze ein bisschen warm, dann das Herzchen ganz kurz und drückt es an. Wenn man natürlich warme Hände hat, geht es auch so. Aber mit dem Föhn geht es noch schneller. So, da wäre schon mal ein Herzchen dran. Nächste Möglichkeit wäre jetzt, man nimmt die Wachsplatte, nimmt das Messer und schneidet sich einfach Streifen ab. Dann könnte man damit, wenn man religiös ist, ein Kreuz machen. So, schon wäre das Kreuz fertig. Man kann aber auch wunderschön einen dünnen Streifen nehmen. So, und kann damit Jahreszahlen oder so legen. So, wieder andrücken. Wenn es auseinander geht, das macht gar nichts, dann setzt man das ein. Man kann die nämlich in kleinen Stücke schneiden. Seht ihr? Und da hätten wir schon mal eine 2. Andere Möglichkeit wäre, man nimmt sich so eine Streife, nehmen wir mal eine andere Farbe. Wieder einen Streifen. So. Und den knetet man jetzt wie Knetgummi. Man macht sich die richtig schön warm, verknetet das richtig. Und kann damit jetzt seinen Namen legen, Ornamente, so hier rum, schön verdrückt und weich gemacht. Und könnte da jetzt eine Ranke um das Kreuz machen. Zum Beispiel Fingernagel ab. So. Dann könnte man hiervon wieder einen Streifen und könnte einfach ein paar Blätter legen. So, macht mal ein Blatt dran. Das ist dann gleich 3D so ein bisschen. Und so habt ihr alle möglichen Ideen, wie ihr selber Kerzen verzieren könnt. So. Jetzt zeige ich euch noch kurz eine Blume. Entweder macht ihr einzelne Blumenblätter. Das geht genauso. Also wir teilen uns das ein. Einzelne Blumenblätter.
auch so ein bisschen modelliert. Flach gedrückt. Und hier dran, so ähnlich wie die Blätter, die wir ja haben. Und die legen wir jetzt rundherum für eine Blüte. So, als rundherum. Oder wir nehmen uns einen dünnen Streifen. Uns den noch ein bisschen dünner und unregelmäßiger und drehen uns eine Blume. Wenn das wärmer wird, geht das auch besser und dann drehen wir das. Und mit der Zeit haben wir dann die nächste Blüte, die wir aufsetzen können. Als Mittelpunkt könnt man auf, das seht ihr, das ist eine Resteplatte von mir. Da haben wir schon gut ausgeschnitten. Man kann sich dann einfach sowas abreißen. Ein bisschen knuddeln. Einen kleinen Kreis. Und setzt das so dann in die Mitte von der Blüte. Das ist ganz einfach, um eine Kerze zu modulieren. Die ist jetzt noch halb fertig. Und das wäre meine heutige Idee. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß daran und bis zum nächsten Mal.